Am Donnerstag bringt Orkantief Klaus sehr stürmisches Wetter nach Deutschland. Schon am Mittwoch frischt der Wind durch die Ausläufer des Tiefs Josef, besonders im Nordwesten Deutschland, auf. Direkt im Anschluss verschärft dann Klaus den Druckgradienten über Deutschland und in der Höhe liegt auch der Jetstream von Nordfrankreich bis Norddeutschland. Dadurch kann es bis zum Donnerstagabend in vielen Teilen Deutschlands recht stürmisch werden. Nach dem Kaltfrontdurchgang ab Donnerstagmittag kann die Luft auch labil geschichtet sein und dann ist es möglich, dass der stärkere Wind aus der Höhe auch mal bis zum Boden durchkommt und dort für starke Böen sorgt. Die höchsten Windgeschwindigkeiten werden im Nordwesten Deutschlands erwartet. Dort sind im Tiefland orkanartige Böen möglich und an den Küsten und in höheren Lagen können auch Orkanböen vorkommen. Die Fronten der Tiefs Josef und Klaus bringen am Donnerstag immer wieder Regen nach Deutschland. Im Osten und an den Alpen kann der Regen auch in Schnee übergehen. Bei doch recht warmen Temperaturen von 4 Grad im Osten und bis zu 13 Grad im Westen wird der meiste Niederschlag aber als Regen fallen. Auch nach Orkantief Klaus bleibt es weiterhin stürmisch in Deutschland, denn Klaus ist erst der Auftakt zu einer längeren Sturmphase. Die besten Vorhersagen für einen Ort finden Sie auf weather.com.